diesem kurzen Video möchte ich mal eine Besonderheit der Insel Koh Sari bei Uusikaupunki vorstellen. Wie man hier sieht, habe ich hier Süßwasser und im Verhältnis sehr, sehr ruhiges Wasser. Und jetzt gehe ich über den Damm. Wie man sieht, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Und auf der Seite vom Damm bin ich an der Ostsee. Und hier bläst ein ganz herrlicher Wind. Hier die Ostsee ist mit Salzwasser und hier der Damm. Knapp 2 Wochen Urlaub ging die Rückreise los mitten in der Nacht auf der Insel Koh Sari. Start war morgens um 1 Uhr, da ich am frühen Morgen schon die Fähre in Turku erreichen musste. Es war eine wunderbare Nachtfahrt. Ich konnte ein großes Spektakel beobachten, und zwar gleichzeitig den Mondaufgang und den Sonnenaufgang. Es war ein ganz besonderes Erlebnis, Finnland auf dem Fahrrad in der Nacht zu queren, wobei es nicht gänzlich dunkel war. In Stockholm ging es an meinem Fahrradtag Nummer 17 über insgesamt 115,8 Kilometer bei herrlichem Wetter durch eine ganz tolle Gegend. Die Strecke führte mich vorbei an den Städten Ulvsetra, Kalmarsand, Enköping zum Tagesziel in Västerås, wo ich ein ganz tolles Hotel hatte. Hier unglaublich. Inzwischen schon den 19. Tag auf dem Fahrrad unterwegs, dazwischen knapp 2 Wochen im Urlaub auf der Insel gewesen und in Skandinavien noch kein Tropfen Regen erlebt, sondern nur stechend blauen Himmel. Am heutigen Tag ging es von Karlskoga im Hotel morgens um 8 Uhr los. Es war wieder ein sehr, sehr warmer Tag. Lange Strecken führten mich heute an dem großen Vänernsee vorbei. Und negativer Höhepunkt war ein schwerer Unfall, den ich unterwegs erlebte und wo ein Mädchen sehr schwer verletzt wurde. Ich konnte zum Glück erste Hilfe leisten.
Nummer 22 ging es morgens um 8 Uhr am Hotel los, in dem Örtchen Tülstrup, 106,2 Kilometer, überwiegend vorbei an einem herrlichen Fjord, war mein heutiges Etappenziel das schöne kleine Städtchen Nykoping Mors. Jetzt an die Tokschen Kirze war und Bladeln fallen auf um die Bahn und auf dem Ulmersudl liegt schon Schnee. Ein kalter Wind weht von den Bergen, die Sonne ist auch schon untergegangen und ich hätte die gern in meiner Nähe. Jetzt bist du weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Jetzt bist du weit, weit weg, so weit, weit. Am Radtag Nummer 25 hieß es Abschied nehmen von Dänemark. Von Ribe, der wunderschönen alten Stadt von Dänemark mit der herrlichen Altstadt und dem idyllischen Hafen, ging es über die deutsche Grenze in das schöne Städtchen Tönning an der Eider. 130,2 Kilometer und lediglich 199 Höhenmeter. Jetzt bist du weit, weit weg, so weit, weit weg von mir. Jetzt bist du weit, weit. In Hohenlockstedt trifft man zunächst auf das Deutsch-Finnische Museum. Des Weiteren findet man viele finnische Worte, finnische Straßenbezeichnungen und auch Denkmäler. Was hat Hohenlockstedt mit Finnland zu tun? Ja, man glaubt es kaum, Hohenlockstedt ist tatsächlich der Geburtsort der Unabhängigkeit von Finnland. Jetzt ist bald der Monat her,
dass wir uns noch gehalten haben und in unsere Ohren versunken sind. Manchmal ist man gestern was und manchmal wir eine Ewigkeit. Manchmal hab ich Angst, das war der Traum. Jetzt bist du weit, weit weg. So weit, weit weg von mir. Jetzt bist du weit.